Hallo Leute! Weiter geht's hier mit dem Pferdestall, Aktion Pferdestall bauen, damit die Viecher da oben endlich mal runterkommen, die da hinten gespawnt sind. Ja, mal gucken, das wird wahrscheinlich auch noch nett, die da runterzuholen. Aber wird jetzt, glaube ich, auch nicht so das Problem sein. Ansonsten schubse ich die und dann müssen wir die halt irgendwie mit goldenen Karotten oder so füttern. Wir können ja dann schon mal ein Baby machen. Mal gucken, was dann da rauskommt. Ich glaube, da oben stehen ja 3 Stück von den Tieren. Oder mittlerweile vielleicht auch nur noch 2. So. So. Füllen wir das mal auf hier. Hier vorne war auch noch ein. Seit wann wachsen die eigentlich doppelt? Versaut mir ja die ganze Sicht. So. Ich würde dann demnächst mal in diese Richtung da hinten gehen und dann mal gucken, ob ich irgendwo einen Sumpf finde. Da sieht es nicht so sehr nach Sumpf aus da hinten. Aber so hinterm Grasland könnte schon sein. So, wie machen wir das denn jetzt hier? Also ich würde schon sagen, dass wir hier dann so eine Ebene haben. Innen drin Holz. Mal aus. Würde ich auf jeden Fall mit diesen Steinen hier arbeiten. Oh, boah, ey, das ist doch echt immer fail, ja. So. Willst du auch hier wohnen? Eine Schere. Könnte ich mir auch mal machen. Ich würde die dann 2 hoch machen. Ja. Dann ist es schief gegangen. Dann muss das ja nochmal alles weg hier. Aber muss gar nicht unbedingt. Kann das ja auch da stehen lassen. Das hätte jetzt auch nicht wirklich sein müssen, dass ich da unten. Oh Gott. Naja, gut. Egal. Dann machen wir das wieder drauf. Aber hier. Wie groß überhaupt? Boah, ich habe gerade gesagt, ein kleiner Stall, ne? Zu Anfang. Aber ich merke schon, das wird nichts mit klein. So, dann können wir ja hier jedes Mal dann die Pferde da. Die sollen natürlich auch dann was von unserem kleinen Häuschen da drüben sehen. Also kommen hier Fenster rein. Und dann nach vorne hin die Türen. Finde ich eine gute Idee. Hier dann den Eingang. Oder soll ich zu beiden Seiten Stelle machen? Das ist auch eine gute Idee. Dann würde ich dann. Ja, so Pferde brauchen ja auch Platz, ne? Also auf jeden Fall würde ich 1, 2, 3, 4 und dann hier. Also so viel Platz würde ich denen dann schon geben. Wo ist denn eine böse Höhle hier drunter? Ja, gefällt mir gut. Also das waren jetzt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich brauche mehr. Cool. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Das gibt's doch gar nicht. Wieder genau ausgekommen. Ja. Habt ihr nicht gesehen? Gar nichts passiert. So. Dann das wieder wegmachen. Erstmal. Ich glaube, das werde ich sowieso gleich da wieder hinmachen. So. Die Pferdestelle. Zack. Ich brauche mal eben kurz eine Werkbank. Stelle ich mir hier hin. Und dann mache ich mir Türen. Ach, ich wollte doch mal eben gucken, wie die Türen aussehen. Wenn ich da hinten so ein Holz habe.
Jetzt habe ich nur die olle Holzaxt hierbei. Egal. Mal kurz eben dieses andere Holz da hinten holen. Ja, war klar. Egal, ich rupp den dann mal eben schnell mit der Hand ab hier. Boah, was tut mir schon die Faust weh. Ist ja Wahnsinn, ey. Aber ich bin hier King Kong, ey. Boom, boom, boom. Und der letzte hier, den kriege ich auch noch gebacken. So, ach, noch einer. Ja, auch nicht schlimm. Nehmen wir die andere Hand gleich. So, und es wird schon wieder dunkel. Sag mal, was ist eigentlich los hier, ey? Das kann doch nicht wahr sein, dass hier ständig alles dunkel ist. Ich muss pennen gehen. Ich gehe pennen. So. Ihr kommt da gleich runter. Buenos Nachos, Dias. Zack. Habe ich noch von dem anderen Holz, was? Ne. Okay, ich gucke jetzt mal eben. Da müssten doch eigentlich jetzt andere Türen sein. Ja, Fichtenholztür. Na komm. 12 Stück. 15. Ach, gibt's davon jetzt mehr? Ist ja geil. Vielleicht komme ich ja sogar aus damit. Ansonsten schnappen wir uns noch eine Hacke. Ah, warte mal, hier muss auch noch einer hin. Boom. So. Ich bin mal gespannt jetzt, wie das aussieht. Ey, perfekt für einen Pferdestall, oder? Hammer. Sehr, sehr geil. Ey, richtig cool. Da können wir auch einen Kuhstall machen und so. Richtig geil. Hier dann so hin. Ist da hinten so? Boah, ich freue mich schon. Ich bin total gerne unterwegs. So, dann können wir direkt weitermachen hier. Obwohl, das sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. 1, 2. Ups. Ups. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Und hepp. Und hopp. Ups, ja, war klar. Letzte muss natürlich fehlschlagen. So, ich bin mal gespannt jetzt. Ich weiß noch nicht. Ich will ja auch die Pferdchen eigentlich da drin sehen. Ach komm, können wir aber wieder rausmachen dann. So. Erstaunt, da war. Ihr habt bald auch nicht nur noch ein Freigehege. Versprochen. Ich war da. Ah, und diese Seite noch. So, und wie machen wir das denn jetzt hier? Wie machen wir denn das Dach? Aber hier muss ja auch eigentlich noch gar nicht. Das wird ja hier eh. Warte mal, guck mal, hier eine Kiste hin dann. Dann hier frei. Und dann hier so. So, dann können wir hier auf jeden Fall die Viecher auch noch mit raus. Jetzt ist genug Platz. Ich würde ganz gerne hier vor dem Stall dann auf jeden Fall noch irgendwie so eine, ja, so eine Station haben, wo man die Dinger dran binden kann. Das heißt, nur so ein Vordach jetzt und dann hier. Ganz schluss.
lustig. Ich versuch mal kurz was. War ja ein langes Lied, ja. Das auch. Ah, okay. Reicht nicht. So, jetzt haben wir noch 7 Fichtenholztüren, aber... Aua. Boah. Fast die Kopfhörer vom Kopf gerissen. So. Ich gehe mal einmal hier noch einmal so rum. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal... Ah, brauche ich aber auf jeden Fall noch mehr Holz. Dann größtenteils Fenster rein. Na komm. Boah, ich habe immer einen Hunger. Wieso habe ich so viel Hunger? Oh, toll. Ich mache jetzt die Hälfte davon. So, ich muss eh ein Dach machen später. Oder vielleicht machen wir auch nur so ein Flachdach oder so. Sieht natürlich immer schöner aus, wenn man so ein schönes Dach hat. Ach, noch weiter. Jetzt aber. So. Autsch. Hier können wir leider, also hier könnten wir schon Glas reinmachen. Oder wir machen hier so Glasbausteine. Diese dicken Gläser. Wo habe ich eigentlich den Sand letztens hergeholt? Den Sand. Habe ich da noch genug von? Oder vielleicht Glas? Ach, 44 Stück habe ich noch. Trifft sich ja gut. Die Erde kann ich jetzt erstmal hier lassen und Stein muss ich neuen reinschieben. Zack. Ich brate mir meinen Stein. Ja, so muss das ja sein. Mein Stein, mein Stein, mein Stein. Und du auch noch, weil es so schön ist. Oh, ich muss mich immer kratzen. So. Mann! Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich im Real Life auch eher so derjenige bin, der vor alles vorrennt. So gegen Türen und Türrahmen. So, hier können wir ja dann diese hier reinpacken. Die Glasscheiben. Haben wir echt so große? Ja, ne? Ja, sieht gut aus. Und hier brauchen wir ja eigentlich auch nicht... Warte mal. Holzbalken. Und da habe ich auch noch eine gute Idee. Mal gucken, ob es das umsetzen lässt gleich. Zeige ich euch. Ich war mal damals, war ich immer auf einer Ranch, als ich so in der Pubertät war, so zwischen, weiß ich nicht, so ab 12 hat das angefangen. Und da hatten wir auch so eine Art von Stall. Auf beiden Seiten waren dann die Ställe. Könnte man vielleicht auch machen, mal gucken. Und das waren ganz tiefe Decken. Und einmal ist ein Pferd mit mir durchgegangen. Das war hier alles auch zu. Und wir hatten so komische Balken. Oh, Leute, ey, ich habe mir fast die Rübe gestoßen. Dieses scheiß Pferd ist mit mir durchgegangen. In den Stall rein. Wollte natürlich zu sich dann in den Stall wieder rein. Ja, und Michelle hat sich fast die Runkelrübe gestoßen. Ey, boah, das war echt heftig. Also wäre ich da voll gegen gebrettert, ey. Wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder Tageslicht gesehen hätte. Oder ob ich überhaupt nochmal Tageslicht gesehen hätte. So, ich zeig euch jetzt mal, was ich vorhab. Ne, warte mal, das muss da drin bleiben. Ist nur ein. Zack. Und du noch. So. Für mehr reicht es nicht. Ich würde nämlich dann gerne... Ah, dann können wir auf jeden Fall hier auf die Pferde nicht aufsteigen. Weil sonst stoßen wir uns nämlich rüber. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus.
finde ich gut. Ist nicht so 0815-mäßig, aber wir brauchen noch viel, viel mehr davon, von den Treppen. Eine Reihe noch. So. Ja, da kann ich aber das ganze Holz hier. Wir haben mit ja. Da. Na, bleib. So. Zack. Und noch einmal. So, 44 Treppen. Und wenn wir die hierfür nicht gebrauchen können, dann nehmen wir die für irgendwas anderes. Machen wir beim nächsten Mal weiter, ja? Bis später. Tschüss.